Ein anderer hat euch geschickt. Regen lässt alles erblühen. Es nieselt. Was gibt's? Was braucht ihr? Lebt wohl. Wie kann ich euch helfen? Gebt auf euch Acht. Bis euch ein Zahn splittert. Ich werde noch ganz nass. Seid groß und hässlich. Und noch kränker. Ich bin das bis auf die Haut. Seid gegrüßt. Ihr seid wohlbehalten zurückgekehrt. Der Hierophant hat das Heilmittel für Lykanthropie preisgegeben. Aber ich muss den Namen eures Liebsten wissen. Ich verrate die Identität meines Mannes nicht. Lieber soll er ein Werwolf bleiben. Ich weiß bereits, dass Vincent der Werwolf ist. Bitte, tut ihm nicht weh. Ich werde versuchen, ihm zu helfen. Hört gut zu. Ja? Ich habe mit dem Hierophanten über das Leiden eures Mannes gesprochen. Oh. Vincent soll nachts ein Hemd aus Hundspetersilie tragen. Dann wird der Fluch aufgehoben. Ich kümmere mich darum. Ich habe die Petersilienblätter gebracht. Webt Vincent ein Hemd, um den Fluch aufzuheben. Danke. Ich fange sofort damit an. Das Wetter ist grässlich geworden. Thank you.
Nur mein Mann zählt jetzt noch. Ha! Seltsameres als diese Missgeburt habe ich noch nie gesehen. Heute setze ich mein Geld auf Boxer. Der hat Kräfte wie ein Bär. Psst, er kann euch hören. Wisst ihr, wie fest der zuschlägt? Seinem letzten Gegner hat... Verdammt, macht, was ihr wollt, aber setzt nicht aufs Boxen, das ist manipuliert. Was wollt ihr? Ich weiß, wer billiges Pulver verkauft. Ich muss suche mir Kunden und werde reich. Unsinn! Ja? Hat das Hemd Vincent geheilt? Es war schrecklich. Der Mond ging auf. Vincent verwandelte sich, zerriss das Hemd und lief davon. Beruhigt euch, Carmen. Vielleicht erweist sich eine andere Methode als wirksamer. Ja? Lebt wohl. Ich vermisse das. Ja. Könnt ihr einen Trank herstellen, der Lykanthropie heilt? Käme auf einen Versuch an. Der Trank ist für einen Werwolf. Der Liebste einer jungen Maid. Normalerweise würde ich ablehnen, aber ich schulde euch was. Mal sehen. Zutaten da, Geräte da. Kommt später wieder, ja? Yeah.
Ich hab Hunger. Wann hat das alles nur ein Ende? Ihr stinkt, Mensch. Wenn ich an meine Abverwandten denke, die in den Städten der Menschen verrotten, ist mir zum Lachen zumute. Redet mit Yavin, bevor ich jemand für einen Spion hält und tötet. Ad Yavin, Ad Arsen. Verdammt, ich hab Hunger. Wir kämpfen an der Seite der Zwerge. Doch wir Elfen sind die Anführer im bevorstehenden Krieg.
Ja. Habt ihr den Lykanthropietrank fertig? Ja, aber sie muss ihn auf eigene Gefahr verabreichen, nachdem sie eine ihrer Tränen hinzugefügt hat. Man braucht die Träne einer Jungfrau, damit der Trank wirkt. Moment. Von einer Jungfrau hattet ihr nichts gesagt. Ihr spracht von einer jungen Maid. Ich ging davon aus, dass sie noch nicht verheiratet ist. Ach, Kalkstein. Ihr müsst mal unter die Leute gehen. Wo soll ich bloß eine Jungfrau finden? Die Träne einer Jungfrau ist unverzichtbar. Es kann doch nicht so schwer sein, eine zu finden. Diese Formel muss neu überdacht werden. Wer weint da so in den Wolken? Was will ich sagen? Es regnet und es schüttet. Lasst mich in Ruhe, Verräter! Lasst mich in Ruhe, Verräter! Oh, ihr seid unheimlich. Was für ein Wolkenbruch. Wie seltsam. Alles wird nass. Die Hand vor Augen nicht. Eine Geißel der Götter, dieser Ring. Kann ich euch helfen? Vergebt mir. Ich brauche die Träne einer Jungfrau, um einen Mann von einem Fluch zu heilen. Ein überraschender Vorschlag. Ich dachte, ihr könntet mir helfen. Es ist meine Berufung, anderen zu helfen. Und ihr habt die richtige Person gefunden. Ich werde eine Träne für euch vergießen. Danke. Wir werden alle sterben. Ich bin so müde.
Was für ein Wolkenbruch. Ich sollte ihm einen Schuldschein geben. Schlimme Schmerzen in der Brust. Echter Wolken. Ja? Hier ist ein magischer Trank gegen Lykanthropie. Er sollte helfen. Wie kann ich euch das nur vergelten? Sagt keinem, dass ich es umsonst getan habe. Ich habe einen Ruf zu verlieren. Ich werde Vincent diesen Trank geben. Ja? Hat der Trank gewirkt? Ach, Meister Hexer. Ich habe dafür gesorgt, dass Vincent ihn schluckt, aber es ist nichts passiert. Wir finden eine andere Lösung. Ja? Es heißt, dass wahre Liebe Bestien in Menschen verwandelt. Aber wir lieben uns doch. Regelmäßig. Liebe ist mehr als nur im Bett rumtollen. Ich weiß, dass Vincent mich nicht liebt. Manchmal, wenn er wütend wird, nennt er mich eine dreckige Hure. Carmen. Ich weiß, was ich bin. Aber für ihn wollte ich wie andere Mädchen werden. Verdammt, ich würde sogar sticken lernen. Hör zu, es ist klar, dass Vincents Lykanthropie nicht euer größtes Problem ist. Sagt ihm, dass ihr ihn liebt. Schildert, wie ihr ihn heilen wolltet. Wenn er kein völliges Schwein ist, spricht er darauf an. Er ist hin und her gerissen zwischen mir und seiner Arbeit. Er muss lernen, Prioritäten zu setzen. Hexer, bitte redet mit ihm. Er ist auf der Station. Juhu. Verdammt, ich brauche Bier. Hast du Kohle? Hey.
die ganzen Bettler? Klaut die Schale eines Bettlers. Seid gegrüßt. Carmen bat mich, mit euch zu sprechen. Hexerdetektiv und Hexertherapeut. Kurz gesagt, gefällt es Carmen nicht, dass ihr ein Werwolf seid. Was geht euch das an? Das liegt nicht in meiner Hand. Ich kann den Fluch von euch nehmen, aber ihr müsst es wollen. Wollt ihr euer Leben mit Carmen teilen? Hexe. Würdet ihr eure übermenschlichen Kräfte für die Liebe opfern? Kräfte, mit denen ich das Böse bekämpfe. Kräfte, die euch eines Tages umbringen. Noch habt ihr eine Wahl. Ich werde darüber nachdenken, Hexe. Liebe kann Berge versetzen, aber es muss wahre Liebe sein. Was kann ich für euch tun? Braucht ihr etwas?
Shani und ich haben heute Mikado gespielt. Ich habe gewonnen. Nächstes Mal spiele ich auch. Ich freue mich, dass ihr mit Alvin zurechtkommt. Er behandelt euch wie einen Vater, wisst ihr? Ich freue mich, dass ihr mit Alvin zurechtkommt. Er behandelt euch wie einen Vater, wisst ihr? Lebt wohl. Ich will ein Hündchen. Eines Tages bekommst du einen Hund. Ich verspreche es. So lange dauern, wie die Pest wütet. Haben wir ein Pech. Das sollte ich mal versuchen. Und was ist das? Der Mickrige sollte es das nicht wert. Ja? Ich sprach mit Vincent. Oh, ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Ich bin ja so glücklich. Endlich. Er sagte, wenn mir so viel daran liegt, hat diese Liebe wohl eine Chance verdient. Das erste Mal, dass ich ihn hab weinen sehen. Manchmal sind die einfachsten Lösungen die besten. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe in letzter Zeit kein Haar mehr im Bett gefunden. Vielleicht... Na egal, ich will ja nichts heraufbeschwören. Es wird alles wieder gut. Das ist schön zu hören. Wahre Liebe kann Wunder wirken. Seltsameres als diese Missgeburt habe ich noch nie gesehen. Wo ist meine Katze?
Seid gegrüßt. Lebt wohl. Schwachköpfe. Der Mickrige sollte es das nicht wert.